Das ist halt auch sauschwer dann. Also das ist, das so punktgenau hinkriegen, dass es einem nicht auffällt, das ist eigentlich fast unmöglich. Willkommen zurück zum vierten Enland Zeitungscafé. Heute mal mit Wolfgang von der Hersbrucker Zeitung. Ja, guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Wir wollten irgendwie mal so ein bisschen über das Podcast sprechen. Ne? Was hast du denn für eine Erfahrung mit dem Podcasten oder was hast du überhaupt für eine Vorstellung, was so passieren kann? Also Erfahrung mit dem Podcasten habe ich wenig, aber nicht gar nichts, würde ich sagen. Ich habe letztes Jahr mal ein Praktikum bei nordbayern.de gemacht und da durfte ich das dann auch schneiden, aber sprechen natürlich nicht. Das ist dann schon den Redakteuren, den Angestammten überlassen. Ja, okay. Das ginge dann schon so ein bisschen in Richtung Majestätsbeleidigung fast, will ich mal sagen. Und von daher aber schneiden und die Ös und Äms und Huster dann mal raus schnippeln. Das durfte ich dann schon machen. Aber nicht alle, oder? Ich meine, das geht ja auch ein bisschen Authentizität flöten, wenn man alle alles rausmacht. Man merkt es, glaube ich, schon, dass dann was geschnitten wurde. Und dann denkt der Hörer auch, boah. Das ist halt auch sauschwer dann. Also das ist, das so punktgenau hinkriegen, dass es einem nicht auffällt, das ist eigentlich fast unmöglich, finde ich. Ganz schwierig. Also ihr könnt mal, wenn ihr es hört, jetzt heute mal mitzählen, wie viel wir hier verbraten in dem Podcast und einfach unten mal reinschreiben. Wir versuchen, die dann so ein bisschen zu minimieren. Genau. Du hast ja dann, wenn du da ein bisschen geschnitten hast und auch mit denen ein bisschen gepodcastet hast, sicherlich auch den ein oder anderen Lieblingspodcast, den du selber vielleicht hörst? Ja, muss ich tatsächlich sagen, der Lokalsportcast aus Erlangen. Ich habe mich krumm und schief gelacht und ich lache mich eigentlich regelmäßig krumm und schief, weil das so witzig ausgearbeitet ist. Das sind auch meine alten Kollegen. Ich habe da mal gearbeitet als Freier damals noch. Und ja, also die haben zum Beispiel mal ein Bier probiert, Bergkirchweih-Bier von Kitzmann, das ja jetzt eigentlich von Kulmbacher hergestellt wird, weil die Kitzmann in Erlangen gibt es ja nicht mehr. Und auf einmal ging es dann zwischenzeitlich, das war so dieser Running Gag, auf einmal, ja, dieses Bier ist aber hopfig, oh, es ist aber kohlensäurehaltig und dann habe ich dann festgehalten, das war der beste Podcast, bei dem jemand ins Mikro rülpst. Ja. Okay. Wie gesagt, häufig kommt der? Kommt der einmal die Woche? Ich meine alle zwei Wochen. Okay. Ich habe es nicht genau im Kopf. Und so von der Länge, wie sind die so aufgestellt? Auch so ja, 20, 30 Minuten, manchmal schon, sogar ein bisschen mehr. Die haben dann auch immer sehr viele O-Töne auch dabei, wenn die am Wochenende am Sport. Ich meine, der kommt sogar einmal die Woche. Ja. Also die sind da schon richtig gut beschäftigt und sind dann eben unterwegs in Bayernliga, beim Fußball oder... bei anderen Sportarten, Bogenschießen, was es halt einfach so alles gibt. Ja. Und haben dann eben, sammeln da auch immer schön die O-Töne. Also da ist man wirklich so multitasking-mäßig unterwegs. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Mhm. Da dann zeitgleich noch am besten, keine Ahnung, hat der Fotograf keine Zeit, dann musst du noch fotografieren auch noch. Genau. Dann brauchst du noch einen Printtext, dann stehen dir die Onliner auch noch im Nacken. Genau. Und sagen, Leute, wir brauchen was, wir müssen gleich raus mit der Meldung. Genau. Ich sehe schon, du hast schon mehr als zwei Arme. Wir arbeiten daran, dass jeder hier so 6 bis 8 Arme hat, damit alles parallel geht. Ja, O-Töne arbeiten wir auch dran. Soll demnächst auch kommen bei dem Podcast natürlich. Und dass wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast noch in die Sendung kriegen. Das wäre ja eigentlich ganz spannend. Aber ich glaube, du hast ja auch spannende Themen heute mitgebracht. Ja, ich... Du bist ja so auch so ein bisschen der Gerichtsmensch. Ja, ich kann mal so ein bisschen was erzählen. Was also passiert da denn so zurzeit? Oder was sind da denn so die... Also ich muss tatsächlich sagen, es geht gerade diese Woche richtig rund. Okay. Also so viel hatte ich jetzt schon echt länger nicht mehr. Gut, der Sommer ist vorbei, die ganze Urlaubszeit. Ach, dann gehen Sie alle ins Gericht, ne? Oder? Nee, da ist es eben A, im Gericht viel zu heiß und B, nimmt dann deswegen gerade jeder Urlaub. Ja. Und dann sind halt auch die Richter nicht da und dann wird es halt mal eine Verhandlung pro Woche oder auch mal sogar gar keine. Manchmal gibt es auch einfach gar nichts. Was wir, oder halt zumindest nichts, was wir sagen, das nehmen wir jetzt als Zeitung mit. Ja. Ja. Aber jetzt die Woche ging schon los. Jetzt gestern waren wir zweimal drin. Da gab es das Urteil von einem Landwirt, der vielleicht oder vielleicht auch nicht einen Polizisten mit einem Rolltor verletzt hat. Wie schafft man das? Also ich meine, als Polizist sehe ich ja vielleicht auch, dass das Rolltor oder sich bewegt. Genau, oder also im Endeffekt war es so, dass der Polizist kam eigentlich nur hin, um von dem guten Herrn den Traktor zu entstempeln. Mhm. Hat das auch gemacht, hat dann eben hier die Plakette runtergekratzt. Hat dem Mann natürlich nicht sonderlich gut gefallen.
Hat er auch selber zugegeben und hat die Leute auch in etwas härterem Ton, wie er zugegeben hat, dann, sagen wir mal, hinausgebeten. Okay, ja, er wollte mich hinauskomplimentieren, okay. Genau, und ja, dann ging es halt auf einmal rund, aber der Richter war sich dann am Ende auch nicht mehr so ganz sicher, wie das dann jetzt alles wirklich war. Also die Hemmschwelle beim Polizisten, so ging es dann aus, sei anscheinend auch nicht sonderlich hoch gewesen. Mhm. Und dann lief es darauf raus, dass er eine Geldstrafe bekommen hat. Und also nicht der Polizist, der Landwirt natürlich, klar. Ja. Weil man schon sagt, okay, es ging nämlich auch darum, dass die hatten dann irgendwann so ein Gerangel am Start, da hieß es dann, der Landwirt den Polizisten dann im Schwitzkasten gehabt. Okay. Ja. Und Schwitzkasten würgen, das kann natürlich auch schon mal richtig böse ausgehen. Mhm. Aber blöderweise hat die Kollegin, die da noch dabei waren, das sind immer zwei Polizisten, überhaupt nicht eingegriffen. Der hat gar nichts gemacht, ja. Und dann war natürlich schon die Frage im Raum, sag mal, warum macht die denn nichts? Ja. Warum steht die denn nur da, guckt sich das an, der Kollege wird da irgendwie gerade vermöbelt. Okay. Und im härtesten Fall kannst du natürlich immer noch die Waffe ziehen, dafür hast du es ja, ne? Vor allem, wenn es ums Leben geht, ne. Aber hat sie alles nicht gemacht. Und dann war dann so die Vermutung im Raum, dass es, ja, okay, vielleicht hat sie schon genau gewusst, dass hier auch der Kollege nicht ganz unschuldig ist. Okay. Dafür, dass es so daran, dass es so eskaliert ist. Ne? Ja, ja. Weil natürlich gibt es dem Landwirt noch lange nicht das Recht, da loszuprügeln. Aber ja, es können halt immer zwei dazu zum Streiten. Okay. Spannend. Genau. Was gab's noch? Eine üble Nachrede, heftige Geschichte. Da ging es um eine beeinträchtigte Frau, die in Pflege ist, und ein Mann, ich sage es extra nicht den Ort dazu, weil war nur hier aus dem Landkreis, soll über die Pflegerin gesagt haben, dass sie unter Drogen stehe, regelmäßig, okay. Auch jetzt und früher auch schon. Und dann kam eben die Anzeige und... Naja, wie es ausgeht, will ich jetzt noch nicht verraten. Der Text kommt erst noch. Ja, klar. Nicht, dass uns dann keiner mehr die Zeitung kauft. Nein, die soll ja schon noch gekauft werden. Genau, aber da ist natürlich schon, war das natürlich schon ein emotionales Thema. Auch ich dachte mir erstmal so, ja, üble Nachrede. Ja. Hat alleiner mal wieder einen Blödsinn erzählt. Aha. Aber gerade wenn dann sowas im Spiel ist, ist es dann schon heftig. Und morgen früh wird es dann, da kann ich allerdings echt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Mhm. Aber da steht dann halt eine fahrlässige Tötung im Raum. Okay. Das ist ja auch eine andere Hausnummer. Das werden ja. wir dann sehen. Okay. Wie das. Also für Abwechslung ist gesorgt, entnehme ich so den. Genau. Also ganz wichtig ist, und ich war jetzt vor kurzem an der ABP in München, habe meinen Volontärskurs gemacht, Akademie der Bayerischen Presse, will ich noch dazu sagen. Und da war eben auch das Thema Gerichtsreportage. Ganz, ganz wichtig. Und das habe ich jetzt auch vor, hier so ein bisschen einzuführen halt. Dass es eben nicht nur darum geht, dass man sich die ganzen Strafprozesse raussucht. Ja, denn es steckt wesentlich viel mehr drin. Und vor allem das Problem ist halt auch, wenn du dir nur die ganzen Strafprozesse raussuchst und nur über die vermittelst du den Leuten, unseren Lesern und Hörern jetzt in dem Fall auch, natürlich so ein gewisses Gefühl, dass sie eigentlich irgendwie die ganze Zeit nur Mord und Totschlag ist. Ja. Aber das ist es eben nicht. Ja. Ja, das ist ja diese gefühlte Sicherheit, das ist ja eh immer das, was mittlerweile so ein Modebegriff geworden ist. Ja, das ist, aber es ist schwierig, ne? Die Leser sind ja manchmal scheinen ja auch nur auf der Suche zu sein nach solchen Themen. Das sind die Sachen, die geklickt werden. Das oder gelesen total. Werden. Bei der Zeitung kann man es ja nur indirekt messen. Letzte Woche bei einer Pflegerin auf Facebook, da ging es rund. Ja. Ja. Die da im Verdacht stand, da kommt das Urteil jetzt dann auch am Freitag, stand im Verdacht, dass sie da eben so ältere Herren im Pflegeheim so sich selbst überlassen hätte. Okay. Wie es genau war, weiß man nicht. Vielleicht war sie auch einfach nur überfordert. Das kann ja auch sein. Ja. Und ganz auch abwegig ist das nicht bisher. Werden wir am Freitag sehen, wie es weitergeht oder wie es ausgeht, um genau zu sein. Und... Ja. Also du meinst, dass man auch mal wirklich die anderen Bereiche wirklich auf jeden Fall das ist wirklich aufzeigen so, sollte, damit es ein bisschen... Es stecken halt auch gerade für unsere Journalisten wahnsinnig viele Servicegeschichten drin, die dann eben auch einen konkreten Nutzen auch noch haben, die eben nicht nur, ich sage jetzt mal, Belustigungen in Anführungszeichen sind, sondern halt tatsächlich, wir hatten jetzt gestern einen Fall, die Praktikantin und ich, die Annalena, wir waren eben für die üble Nachrede drin und haben uns allerdings, waren ein bisschen zu früh dran, schon mal in die vorherige Verhandlung mit reingesetzt. Das war irgendwas mit Straßenverkehrsdelikten.
Okay. Völlig Wumpe, ist mir egal, passiert jeden Tag tausendfach, ist im Übrigen auch Straßenverkehrsdelikte das, was die Gerichte in Deutschland am meisten beschäftigt. Achso, ich dachte fast, dass das so ein Nachbarschaftsstreit ist, mein Blatt auf deinem Grundstück oder das so. Das hatten wir auch, das okay. war auch da. Okay, aber so, ich habe dich so angeeckt mit dem Auto, solche Sachen, oder? Genau, habe dich angeeckt mit dem Auto, habe dich geschnitten auf der Autobahn, habe dein Auto angedotzt, habe irgendwas. Ey, das Auto ist das deutschen liebstes Kind, ich meine, bitte. Vor allem dann auch noch auf dem Land, hier draußen, ja, wo es das auch noch brauchst. Da brauchst du es ja auch noch, das genau. ist richtig. Aber guck dir die Autos an, wenn du so nach Frankreich oder Italien guckst, da hast du ja eigentlich gar kein Auto ohne Delle. Ja. Ne? Und das ist normal. Und wer die Handbremse angezogen hat, der hat hinterher ein Sandwich. Ja. genau, da wird so lange geparkt, bis es halt passt. Genau. Und hier ist es schwierig, ja. Okay. Und da sind wir eben noch gekommen. Da ging es auch, es muss um Trunkenheit gegangen sein. Wir haben bloß die letzten paar Minuten, die letzten paar Fetzen mitbekommen. Mhm. Aber haben dann im Gleichtakt uns notiert, weil der Richter irgendwie was fallen gelassen hat, dass es jetzt anscheinend auch die Möglichkeit gibt, ein statt dreimonatigem Fahrverbot ein sechsmonatiges Fahrverbot, das dann dafür eine andere Strafe ersetzt, auszusprechen. Allerdings bekommt man dann hinterher den Schein garantiert wieder. Okay. Ich will es nicht so viel vorwegnehmen, kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil wenn ich Jurist wäre, wäre ich nicht hier. Ja. Und habe allerdings die Annalena schon drauf angesetzt und die ist da dran und guckt mal, was es da so alles gibt. Also das wird es dann mal nachzulesen geben. Genau, ja, das wird es dann demnächst mal geben. Und das sind eben so Sachen, das ist halt genau das, was ihm interessiert, weil passiert regelmäßig, dass Leute sich halt irgendwie ein paar Bierchen reingießen und dann halt doch noch auf die dämliche Idee kommen, Auto zu fahren. Und dann am nächsten Tag fällt einem ein, hoppala, ich brauche mein Auto ja jeden Tag, um auf Arbeit zu kommen. Mhm. Und wenn du dann deinen Schein nicht wieder kriegst, hast du ja Pech gehabt. Ne? Ja, gerade. Kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Ich meine, das sollte man natürlich sich auch vorher überlegen. Das ist richtig, ja. Aber da sprichst du schon wieder an, das ist dann auf dem Land erst recht nochmal schwieriger. Mhm. Ne? Wo du es dann doppelt brauchst. Genau, und so an Geschichten aus der Zeitung. Hast du da irgendwie was mitgebracht, was dir so am Herzen liegt oder was dir so vielleicht, ja. Also ich hätte jetzt noch für dich eine, die heute drin ist, heute der Mittwoch und eins, das hoffentlich bald kommt. Das kommt jetzt darauf an, ob mein Gesprächspartner mit mir reden will oder nicht. Okay. Also was ist heute? Doch ein netter Gesprächspartner. Mag der Gesprächspartner nicht mit dir reden? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Es war jetzt Ende September, war hier im Schwarzen Adler in Hersbruck eine Informationsveranstaltung von der Initiative 5G-freie Zukunft. Und die haben auch eben Flyer verteilt. Und das Problem war, ich habe das schon ein bisschen anrecherchiert, weil es wird natürlich definitiv irgendwer mitbekommen haben, dass das ja stattgefunden hat, wenn da im Schwarzen Adler auf einmal geschlossene Gesellschaft oder was weiß ich was ist. Und darum habe ich dann eben die Leute mal gebeten, um einen Gesprächstermin, machen wir ein Interview. Ja. Problem war, dass auf diesem Infoflyer zwar schon der lokale Bezug da stand, irgendwie ging es um Hersbruck und natürlich findet hier statt, aber es gab keine Namen. Also haben wir mal geguckt und jetzt haben die ihren Sitz irgendwo in Nersingen bei Ulm. Das ist auch nicht um die Ecke. Nicht um die Ecke. Ja. Und habe die einfach mal angeschrieben. Okay. Hab nachgefragt, das war jetzt vor knapp zwei Wochen. Am Feiertag, letzten Donnerstag, haben sie mir dann irgendwann geantwortet. Gesehen habe ich es gestern. Und ja, haben wir eben schon noch einen sehr, sehr, sehr misstrauischen Eindruck vermittelt. Also dann, wir wollen die Fragen vorab haben und wir wollen es dann hinterher, bevor es gedruckt wird, nochmal lesen. Gut, wahrscheinlich kennen sie sich im Journalismus auch noch nicht so wirklich aus, weil ich meine, das müssen wir sowieso machen. Also wenn ich das nicht autorisieren lasse und rausgehe und der sagt, hey Leute, so habe ich das nie und nimmer gesagt, dann komme ich in Teufels Küche und da hilft mir auch keine Rechtsabteilung mehr. Von daher eh klar. Nur es wurde halt nicht mal mit dem Namen unterschrieben. Einfach nur, wir sind die Bürgerinitiative. Okay, also die ist grundsätzlich also gegen 5G. Ist gegen 5G, gegen den Ausbau, die ganze Strahlung. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein schwieriges Thema sicherlich, ne? Sehr schwieriges Thema. Das Problem sehe ich gerade darin, in den Quellen. Also wir wurden da eben, also in diesem Flyer, da gibt es eben dann einen Seitenangriff, die heißt klar.tv. Die Infoquelle, wo dann sich Experten, wie du kennst das,
Naja, man stolpert mal drüber. Man stolpert mal drüber, ne? Mhm. Und wenn dann halt, keine Ahnung, der Professor aus, weiß nicht, Massachusetts irgendwo von der Walduniversität dann seine wissenschaftlichen Thesen mit Gollum-Memes untermauert, dann wirst du halt doch irgendwann mal misstrauisch, ne? Mhm. Also ich will gar nicht sagen, ich glaube bestimmt, dass es Leute gibt, die unter dem 5G-Einfluss oder unter Strahlung leiden, wie auch immer sich das dann äußert, über Kopfschmerzen oder was weiß ich. Jetzt ja eigentlich auch schon, ne? Genau, ja, aber dann musst du es halt auch belegen können und deswegen will ich mit den Leuten auch drüber reden. Mhm. Und das kommt halt erst darauf an, ob die auch mit mir drüber reden wollen. Okay, naja, bleibt spannend. Ne? Ich meine, die Industrie wird natürlich sicherlich auch ihre Forschung betreiben, aber mit den Ergebnissen vielleicht auch noch ein bisschen hinter den Berg halten, weil sie es natürlich auch ausdrücken wollen, das 5G, weil wir es anscheinend alle brauchen, um schneller online auf Musikvideos zuzugreifen. Nein. Also ich wäre ja schon mal dankbar, wenn überhaupt 4G überall... Genau, das ist der andere Punkt. Ich bin am Sonntag von Bremen hierher gefahren mit dem Auto und wollte nebenher übers Handy das Clubspiel im Radio mir anhören. Ging bestimmt nicht. Ach, keine Chance. Also irgendwann mal habe ich dann mitgekriegt, so eine halbe Stunde später, dass es irgendwie 0-1 nach Videobeweis zu St. Pauli steht. Und weiß jetzt nicht, ob ich mich mehr über den Rückstand oder eher über die löchrige Verbindung aufgeregt habe. Ja. Also kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also wäre schon mal schön, wenn das funktionieren würde. Ja, ich glaube, so im europäischen Vergleich und so weiter liegt Deutschland ja eh, was den Ausbau angeht, ziemlich weit sehr hin. Weit hinten. Ich habe mal einen Freund in Linz besucht, der promoviert da in Mathe. Und sobald wir über der österreichischen Grenze waren, lückenlos irgendwo mitten in den Alpen, hast du dann da LTE. Ja. Und ja, hier zwischen Nürnberg und Herzbruck hast du eigentlich manchmal eh schon kein Netz mehr. Ja, das ist furchtbar. Ja. Also als ich noch dann, gut, jetzt mittlerweile fahre ich Auto, aber als ich Zug gefahren bin, genau wie du sagst, bist dann da mittendrin und kannst halt hoffen, ja, kann ich mir jetzt noch den Artikel fertig durchlesen oder muss ich dann warten, bis ich wieder irgendwo ankomme. Genau. Also da ist schon noch Luft nach oben. Genau. Ja, naja, vielleicht tut sich ja was. Ich meine, vielleicht kommen ja denn, wenn sie irgendwo in den Ballungszentren doch mal 5G ins Leben rufen, weiß ich nicht, vielleicht strahlt das so weit, dass du auf dem Land dann immerhin 3 oder 4G hast. Schauen wir mal. Genau. Du hast noch irgendwie was angesprochen. Es gibt Heimatzeit. Heimatzeit, ja, was genau. Ist das? Heimatzeit ist das Projekt. Das klingt so schön nach Herbst und wir setzen uns alle vor den Kamin und wir rücken zusammen. Genau, aber wenn du im Herbst vorm Kamin hockst und das Feuer brennt und du hast dir einen Whisky, einen Tee oder sonst irgendwas angegossen, dann aber bitte mit der aktuellen HZ. Natürlich, ganz klar. Aber genau. Was ist das für eine Aktion? Das ist eine Aktion, einfach, die hier bei uns in der Region, beziehungsweise in unserem Verbreitungsgebiet vor allem, einfach so das Lebensgefühl einfach mal widerspiegeln soll. Ja? Was bewegt den Hersbrucker? Was macht er gerne? Natürlich auch die Hersbruckerinnen, um Gottes Willen. Und ja, startet zum Beispiel los mit Rezepten. Also wir suchen uns dann halt einfach hier Leute raus oder die Leute können uns auch was schicken. Also Leute, wenn ihr irgendwas habt von der Oma ausgegraben, wobei das haben wir schon. Das war ein Kuchenrezept, das über Generationen, will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil erschienen ist es noch nicht, weitergegeben wurde hier von einer Familie, der hier aus dem Verbreitungsgebiet halt einfach, genau, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und als nächstes hat sich unser Heimatdichter, der Vinzenz, mal was Schönes überlegt. Hat ein paar schöne fränkische Spezialitäten, sprachliche Spezialitäten. Okay, ja, das ist auch spannend. Muss ich mir als Zugereister ja mal. Derberin, genau das, was mich dann immer als Gerichtsreporter auch wieder interessiert, rausgesucht. Und da geht es dann um Beleidigungen. Um Beleidigungen, okay. Um Beleidigungen, ja. Da bin ich mal gespannt, was uns erscheint. Genau, was gibt es als Schimpfwörter? Okay. Wird Anfang November irgendwann dann kommen. Okay. Mit Erklärung dann? Und mit so Erklärung, okay. Also erstmal im Fränkisch, dann auf Hochdeutsch und dann die Erklärung mit dazu. Das muss ich mir merken. Genau. Dann kann ich vielleicht auch auf Fränkisch beleidigen. Aber dann sitze ich vielleicht, wenn es doof kommt, hier vor Gericht. Ja, das wäre halt natürlich nicht so gut. Wobei auch dazu, da musst du dann einfach die Zeitung dazu holen, denn ich habe da eben gerade mit dem Hintergrund Gericht und wann wird es teuer und wie teuer wird es, schon ein bisschen was vorbereitet und der Text kommt dann damit dazu. Ja, das ist so eine spannende Sache. Ganz wichtig ist, es gibt keinen Katalog. Also wenn ihr jetzt zu einem Depp sagt, dann kostet das nicht 50 Euro und wenn ihr irgendwie etwas Härteres sagt, 500, also ein Katalog gibt es nicht, sondern es wird immer am Nettoeinkommen, wenn es überhaupt so weit kommt, errechnet, ja. Oh, was? Genau. Also, den könnte ich ja daraus folgern, also wenn ich gerade vielleicht
arbeitssuchend bin, wenig Einkommen habe und wenn ich dann in die Beleidigungsschiene verfalle, dann, nein, natürlich ist das für einen selber dann natürlich trotzdem eine Strafe. Aber, ja, natürlich, klar. Okay, dann zahle ich aber weniger für den Deppen. Also wenn jetzt der Student jemanden Deppen nimmt, dann und der hat im Monat, was weiß ich, 500 Euro zum Leben, kriegt der halt, was weiß ich, bitte jetzt nicht für bare Münze nehmen, das müssen dann die Gerichte entscheiden, um den Schlüssel habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wie das errechnet wird, aber dann zahlt der vielleicht 50 Euro, während der Chefarzt dann halt, wenn der im Monat 15.000 Euro verdient, halt dann entsprechend irgendwie mal vierstellig zahlen darf für dasselbe Wort. Ist das gerecht, ne? Ja, also es wird halt am Dings errechnen, ne? Man, dem Studenten kannst du nicht aufbürden, dass der dann da irgendwie 5.000 Euro berappt, die er wahrscheinlich sowieso nicht hat. Und beim Arzt, über einen Fuffi lacht er, ne? Ja, also Leute, jetzt aufpassen, guckt, was ihr verdient, bevor ihr euch da äußert. Oder macht es natürlich am besten einfach von vornherein nicht. Das ist richtig, das wäre doch eigentlich so das passende Schlusswort. Oder hast du noch ein Thema dabei, was dir so an Herzen liegt? Wenn du willst, kann ich dir noch ein bisschen was über meine Reportage erzählen. Kannst gerne was über die Reportage erzählen. Genau, die ist heute im Blatt. Habe ich vorhin Mittwoch eigentlich gesagt, ne? Es ist Dienstag. Sorry. Aber womöglich, wenn es zu hören ist, ist es Mittwoch. Ja, das werden wir dann schon sehen. Genau. Jedenfalls am Dienstag im Blatt war jetzt bei uns die Reportage über den Lutz Mahn. Lutz Mahn hat ein Seminarhaus in Ahlfeld, das heißt Lebensfunke, und er bietet in der Maximiliansgrotte bei Neuhaus, bietet er immer Meditationen an. Und bin ich da drauf gekommen damals, da war eine Pressereise von Journalisten und von überall her, das war Anfang Juli, hier waren die hier im Nürnberger Land unterwegs und dann sind wir da in diese Grotte rein und haben so eine Meditation mal mitgemacht und haben uns natürlich auch das ganze Umfeld angeschaut, aber das blieb halt irgendwie hängen und dann dachte ich mir, das wäre doch eigentlich mal cool, den guten Mann da zu begleiten. Ja. Und kam, wie es kommen musste, 2 Wochen später war wieder ein Termin, also ich ihn angerufen, gefragt, ja, haben Sie mal Zeit, darf ich Sie begleiten? Wurden Sie schon mal redaktionell begleitet? Sagt er, ja, aber nicht so groß. Ja, so, ja gut, dann okay. Schlägt jetzt die Stunde. Ne? Und das war jetzt drin, also am Donnerstag. Wenn Donnerstag der 10.10. ist, ja. Ja, das kommt hin. Da ist die nächste Meditation und glaube ich auch die letzte dieses Jahr, weil dann macht die Grotte zu, weil da ist es jetzt schon kalt. Ach, er macht es wirklich nur in der Grotte? In der Grotte, ja. Also du stehst erst vor der Grotte, das sind immer höchstens 10 Leute, weil sonst ist es zu viel und oder dann auch ein bisschen eng. Erstmal stehst du da davor und dann hat er so eine Schale und in der ist Salbei drin und der raucht dann. Mit dem kannst du dich so reinigend. Erstmal musst du die Schale dann so um deinen Körper rumführen. Schaut dann irgendwie ganz ulkig aus, ja. Aber es ist im Endeffekt, bezieht er sich auf so Techniken, Meditationstechniken und Naturverbundenheit von amerikanischen Ureinwohnern. Okay. Ja, weil er auch eben Kontakte mit denen eben hatte. Und angelehnt an sowas führt er dann eben auch seine Meditation. Also mit Gesängen, mit Trommeln. Und wie lange dauert das dann? Wie lange muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Stunde? Oder Stunde ungefähr eine Stunde? Dauert die Meditation mit dem ganzen vorherigen, also du gehst ja nicht rein, hockst dich hin und dann ist Ruhe, sondern dann wird erst nochmal ein Halt gemacht in der Adlerhalle, wo sich dann dieser Adler manifestiert hat in der Grotte an der Wand. Und davor erzählt er nochmal was zu der Legende wie hieß die Frau, die vor knapp 200 Jahren da reingestürzt ist. Ich hab's nicht mehr, im Text steht's drin, das weiß ich. Da habe ich es noch gewusst, im Kopf habe ich es jetzt nicht mehr. Genau, zu diesem Mythos, die da reingeschützt und geläutert wieder rauskam. Die Geilte ist verwirrt. Okay. Und dann irgendwann ein paar Tage später kam sie raus und war vollkommen klar. Wenn man jetzt da unten drin steht, versteht man die Skepsis dieses Mannes. Denn da geht es echt ziemlich steil und ziemlich tief runter. Also man hätte es gar nicht überlebt eigentlich. Eher weniger. Also er vermutet selber und etwas plausibler klingt es, dass sie sich einfach da gezielt reinverzogen hat und einfach mal so ein bisschen in sich geht. Oder vielleicht hat sie sich ja einfach nur verlaufen, weil wenn sie verwirrt war, wer weiß. Und dann geht es ihm darum und dann referiert er dazu noch ein bisschen und dann wird sich hingesetzt. Und ist dann nicht so im Schneidersitz. Ja, nee. Und was weiß ich. Oder hockst einfach nur da, lauscht ihm, dann macht das Licht aus, dann brennt da nur noch so ein paar Teelichter. Es ist stockfinster und du hörst auch er macht ja immer wieder Pausen auch, dann hörst du immer nur diese Tropfen und das ist schon sehr, sehr beruhigend. Ja. Also bei der Pressereise ist sogar einer eingeschlafen. Ja, scheint zu wirken. Ja,
Und okay. Ja, war schon schön. Und dachte ich mir, das nimmst du jetzt mal mit. Und ja, jetzt heute war es im Blatt. Okay, super. Das klingt doch. Ist das, kannst du dich anmelden? Kann man sich anmelden über die VHS in Hersbruck? Oder okay. einfach mal Lutz Mahn, wie die Mahnung, nur halt ohne Ung hinten dran. Ja. .de googeln, findest du, oder Seminarhaus Lebensfunke, und da steht dann auch alles weitere dabei. Okay, das klingt doch gut. Und wenn das alles nicht hinhaut, bei uns nochmal anrufen, dann sage ich Bescheid. Alles klar, das ist doch ein schöner Ausblick für die Woche. Mhm. Und dann danke ich dir für heute. Ja, gerne doch. Eine schöne Woche noch. Jo, gleichfalls, danke.